Hallo, ich bin's wieder. Euer Geist vom alten Kirchplatz. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen ungestört bleiben. Ich wollte ja beim letzten Mal schon was über unseren Obi sagen, der jetzt ja so ganz unvorhergesehen das Zeitliche gesegnet hat und der sich jetzt hier in einer ganz anderen Etage befindet. Und wir sind da. Nostradamus, was ist das? Hallo? Was ist denn da los? Nostradamus? Frag mal eben nach, was ist da unten los? Ja, das ist so dieser Alarm, der unten losgeht, hier drei Etagen tiefer, wenn sich einer da vom Acker gemacht hat. Aha, ja, genau so, wie ich vermutet habe, hier unser. Unser Obi da mit dem langen Bart, ne, hat sich vom Acker gemacht. Ja, angeblich vom Acker gemacht. Das kennen wir von der Etage da unten schon. Ne, wenn die einen da nicht ertragen können, weil er so furchtbar ist, dann lassen sie den laufen. Ne, ist aber auch. Oh, haben sie ihn? Ah, ne, Batterie ist alle. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, anscheinend der Typ, der ist weg. Ne? Der Typ, der ist abgehauen, weil sie ihn da unten offensichtlich selbst da nicht mehr ertragen konnten. Ja, aber eine Möglichkeit gibt es dann immer nur, wenn so irgendeine andere Macht so was Positives über ihn sagt, über so einen Geist, ne, über so einen bösen Geist, dann gibt es für ihn die Möglichkeit, so zu entschwinden, nicht? Und da gab es ja schon wieder so eine Legendenbildung, ne, ob das alles so okay war, ne, hat er sich nicht ergeben, ne, ist er wirklich tot, ne? Ja, ich kann euch versichern, ne, da wo der war, da hat sich sein Traum von seinen ganzen Jungfrauen nicht erfüllt, ganz im Gegenteil. Da hat er so ein paar Granaten getroffen, die waren noch viel schlimmer wie er. Ja, aber um das Thema, auf das Thema zurückzukommen. Warum haben die nicht gleich eine Ethikkommission für den eingerichtet? Ne? Nein, das durfte man ja nicht. Ne? Im Grunde genommen, ne, hat er ja auch nur so für seine Einstellung gekämpft und hätte man ihn nicht festnehmen können. Ne? Und da stellen wir uns doch mal so vor, ne, wie er da in seinem Fort Knox da, ne, so mit der weißen Fahne gestanden hat und so um Amnestie gebeten hat. Natürlich nur unter gewissen Voraussetzungen. Ja, schlimm genug. Ne? Jetzt ist er wieder hier up to date, wenn auch nur so im Geiste, so von irgendwelchen Fehlgeleiteten. Ne? Schade ist nur, hier hat man jetzt ja 10 Jahre lang so nach ihm gesucht, ne, ihn nicht gefunden. Da wurde auch schon immer genörgelt, ne, wann findet er denn mal immer, kostet so viel Geld. Jetzt haben sie ihn endlich mal erwischt. Ja gut, war ja so gemacht wie in so einem Computerspiel. Haben sie auch gut so nachgestellt auf so einer Ebene. Aber der kommt nicht mehr wieder zurück. Der hat keine 3 Leben. Kommt auch auf keinen neuen Level mehr. Und das ist wohl auch ganz gut so. Es ist nur schlimm so, dass so der Geist sich von diesem Typen jetzt wieder so weiter verbreitet, so weiter im Gespräch bleibt, so nicht mal, nicht nur bei seinen alten Gefolgsgenossen, nein, sondern auch so in der westlichen Welt. Ne, da wird dann wieder nach dem Rechtsstaat gerufen. Durfte man das? Konnte man das? War das okay? Ne, was wäre denn passiert, wenn er demnächst hier Lena da ins Jenseits geschickt hätte? Ne? Oder bei irgendwelchen Weltmeisterschaften zugeschlagen hätte? Hätte man da gefragt, oh, hat der Osama auch Menschenrechte? Ja, da kommen die ganzen Verkehrssünder, Steuersünder und alle die, die Frauen und Kinder zu Hause verprügeln, ne? Die kommen dann nachher wieder hinterm Ofen vor und beschweren sich, ne?
Und wenn man dann sagt, okay, ich finde das okay, dass wir es endlich erwischt haben, dann kriegt man also eine ganz, ganz üble Presse. Das ist ganz, ganz übel. Ne? Also das ist sowas von schlimm. Das kann sich also wohl keiner vorstellen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hallo, Nostradamus. Ist da noch einer abgehauen? Ach. Ach so. Ja. Nee, das ist ein Freudengeheul jetzt von denen da unten, dass sie endgültig los sind. Ne? Schlimm genug haben die auch selten. Ne? Aber hier, was will man machen? Ich hoffe nur, dass sie ihn bald wieder haben und dass dieser Geist auch nicht mehr weiter sein Unwesen treiben kann. Ne? Also, das ist wirklich nicht gut, wenn man über so einen Vogel noch spricht. Ne? Die waren gerade da so schön dabei, ihn zu rösten, ne? Damit er auch mal weiß, wie sich das anfühlt. Dann entschwindet er, weil ihm da so ein Schlupfloch eben dadurch gegeben wird, dass sich da noch irgendjemand für ihn interessiert. Tja, anscheinend muss man sagen, wie unsere amerikanischen Freunde sagen, that's life. Ne? Vielleicht hätten sie besser so einen offiziellen Showdown machen sollen, so eine Live-Schaltung. Ne? Ja, mir fällt nichts mehr dazu ein. Mir fällt nichts mehr dazu ein, liebliche, hätte ich bald gesagt, liebe Sterbliche. Ne. Also, den Geist wieder in eine Flasche zu kriegen, das wird dauern. Also, trotzdem, ne? Bis die Tage. Ciao.